Willkommen zu meinem Video über die Osmolarität aus der Reihe Physikalische Chemie für Dummies. Unter Osmolarität versteht man die Anzahl osmotisch aktiver Teilchen in einem bestimmten Volumen. Sie zählt zu den kollligativen Eigenschaften, da sie nicht von den chemischen oder physikalischen Eigenschaften der Teilchen abhängig ist. Um die Osmolarität leichter verstehen zu können, schauen wir uns zuerst die Molarität an. Mit der Formel C ist gleich N durch V total kann man die Molarität einer Lösung ermitteln. N steht dabei für die Stoffmenge und V total für das Gesamtvolumen der Lösung. Die Einheit ist daher Mol pro Liter. Die Osmolarität wird ähnlich wie die Molarität bestimmt, nur dass die Molarität dazu mit dem Van't-Hoff-Faktor I multipliziert wird. Der Van't-Hoff-Faktor gibt an, wie gut und vor allem in wie viele Teilchen sich ein Stoff in Wasser löst. Der Faktor I wird bestimmt mit 1 plus Alpha in Klammer Q minus 1. Dabei ist Alpha der Dissoziationsgrad von 0 bis 1, welcher angibt, zu wie viel Prozent der Stoff im Wasser dissoziiert. Q ist dabei die Anzahl der Teilchen, in die der Stoff dissoziiert. Die Einheit der Osmolarität ist Osmol pro Liter. Schauen wir uns nun ein Beispiel dazu an. Dazu muss gesagt werden, dass wir in diesem Beispiel die Volumenänderung nach der Zugabe des Stoffes außer Acht lassen. Normalerweise rechnet man mit dem Gesamtvolumen der Lösung. In diesem Fall betrachten wir 1 Mol Natriumchlorid, also Kochsalz, das wir in einem Liter Wasser lösen. Das Natriumchlorid dissoziiert im Wasser zu Na+ und Cl- Ionen. Schauen wir uns nun die Berechnung dazu an. Als erstes der Faktor I. Dabei ist Alpha 100%. Also 1, da das Natriumchlorid sich vollständig in Wasser löst. Q ist 2, da das Natriumchlorid in zwei Teile dissoziiert. Somit haben wir I ist gleich 2. Multiplizieren wir I mit der Molarität C, haben wir 2 Osmol pro Liter.